Herzlich willkommen bei Bildungsspirit Kurzimpulse. Heute zum Thema Umgang mit Regeln in deiner Klasse. Regeln und Konsequenzen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte dir heute so einen kleinen Überblick geben, wie ist das Spielfeld, auf dem du dich bewegst. Denn viele Pädagogen sind schlechte Schiedsrichter. Wir pfeifen Champions League-Spiele auf ungekreideten Plätzen. Und das Wichtigste ist erstmal, dass du für dich klar hast, welche Regeln sind auf jeden Fall 100% wichtig in deiner Einrichtung. Also was geht auf keinen Fall? Das ist noch immer relativ einfach. Und daran orientiere ich mich immer, was sind meine Grundwerte? Zum Beispiel ein respektvolles Miteinander. Wir halten die Schule sauber. Ich gehe sorgsam mit fremdem Eigentum um. Ja, oder auch so Regeln, die einfach zur Schulordnung gehören, wie wir bleiben auf dem Schulgelände. Sowas gehört halt auch mit dazu. Dann gibt es aber Regeln, die sind unterrichtsbezogen. Das heißt, die sind nicht mehr in diesem Gesamtübersicht, wo ihr vielleicht auch so eine Einigung im Gesamtkollegium habt, im Idealfall, sondern es gibt dann Regeln, die für dich in deiner Trainingseinheit wichtig sind, in deinem Unterricht. Und die weichen nicht ab von der Gesamtregel, die gelten immer. Aber es kann sein, dass du in Sport ein paar andere Regeln nochmal brauchst als im Mathematikunterricht oder im Deutschunterricht. Und wenn du deine eigenen Regeln machst, gerade auf dieser unteren Ebene, dann ist es auch ganz gut, wenn du vielleicht Kollegen hast, die das ein bisschen anders machen. Ich nehme mal so ein Beispiel wie Kaugummi kauen. In vielen Kollegien wird sich darüber total gestritten. Ja? Die einen sagen, nein, Kaugummi kauen geht auf gar keinen Fall. Wo kommen wir denn da hin, wenn man hier Kaugummis kaut? Das geht gar nicht. Später im Job geht das auch nicht. Ich will das nicht. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, ja, Moment, aber es gibt ja auch einige Studien, die besagen, dass Kaugummi kauen dazu führt, dass man sich besser konzentrieren kann. Tja, jetzt steht Aussage gegen Aussage und da kann man sich als Kollegium stundenlang drüber streiten. Ich glaube, dass die Grundwerte damit nicht erschüttert werden und gebt euch auch im Kollegium Raum, dass diese Unterschiedlichkeit sein kann. Ich weiß, wir hätten ganz gerne immer, oder viele hätten es gerne total vereinheitlicht, aber letztlich ist es so, du wirst sowieso getestet, ob die Regeln, die du machst, ob die wirklich gelten. Wenn also du in einer Klasse sagst, bei mir gibt es kein Kaugummi und einer deiner Schüler sagt, boah, sonst dürfen wir das aber immer, das ist voll gemein, dann sag einfach zu dem Schüler, genieß es da. Damit ist alles gesagt. Du lässt deinen Kollegen gut dastehen, du brauchst es nicht erklären, es ist einfach deutlich, es ist bei dir anders. Und dazu hast du nun mal als Lehrer auch das Recht, das an dieser Stelle zu entscheiden. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ob man das wirklich braucht oder nicht. Aber wichtig ist, dass du dein Spielfeld rahmst, ja, und deine Regeln klar machst. Also was ist eine gelbe Karte? Ja, das sind dann so Sachen, die verhandelbar sind. Auch. Ja, also, wir haben jetzt also diese Gesamtwerteregel, dann haben wir die kleinen Regeln, die für dich je nach Unterricht nochmal wichtig sind, wo ihr euch bitte auch im Kollegium Freiräume lasst. Und das Dritte, was nochmal wichtig ist, es gibt noch einen Rahmen um euer Gebäude herum. Und das ist zum Beispiel der Bereich Jugendamt. Ab wann müsst ihr eine Gefahrenmeldung machen? Das heißt, Paragraph 8a, ab wann beobachtet ihr oder vermutet ihr eine drohende Kindeswohlgefährdung? Ob das wirklich eine ist, werdet nicht ihr entscheiden, sondern es wird das Jugendamt entscheiden, beziehungsweise im Zweifelsfall der Familienrichter. Ihr habt aber die Pflicht, eine Meldung zu machen beim Jugendamt und wägt das bitte ab, wie ihr das macht. Bitte dokumentiert vorher alles, was bisher schon gelaufen ist, damit es dann nicht zu Missverständnissen kommt. Und seid nicht enttäuscht, wenn das Jugendamt zu einer anderen Einschätzung kommt. Das ist nicht mehr euer Tanzbereich. Dieser Tanzbereich gehört woanders hin. In dem Moment, wo ihr es meldet, habt ihr euren Tanzbereich erfüllt. Und dann gibt es noch einen Rahmen, das ist auch etwas, was häufig übersehen wird in Schule. Es gibt einen gesetzlichen Rahmen. Seit 2007 gibt es einen Erlass, der heißt Polizei, Jugendhilfe, Schule, nachdem bestimmte Dinge anzeigepflichtig sind. Und dazu gehört zum Beispiel gefährliche oder
schwere Körperverletzung und Nötigung, räuberische Erpressung, Androhung auf das Leben. Und was das alles ist, dazu mache ich einfach nochmal eine neue Folge. Also behalte dein Spielfeld im Blick, hab im Blick, ob du die Karten dabei hast, sorge dafür, was ist für dich eine gelbe, eine rote Karte, was ist eine Verwarnung, wo gibt es Spielräume, wann gibt es Trainingspausen, auch sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, um einen klareren Überblick über dein Spielfeld zu bekommen und als Trainer wie auch als Schiedsrichter gut für deine Klasse da sein zu können. Denn es gibt immer eine folgende Metapher, die ich sehr, sehr gerne erzähle. Ich frage in der Klasse immer, wer von euch spielt in einem Verein, zum Beispiel Fußball? Und dann gehen immer so ein paar Hände hoch. Und dann sage ich, was macht der Trainer, wenn ihr zu spät kommt? Und dann gibt es so Rückmeldungen wie sowas, wir müssen Runden laufen. Und dann frage ich, warum macht der Trainer das? Dann sagen die Schüler, ja, weil wir sollen ja pünktlich kommen. Und dann frage ich, warum ist es so wichtig? Ja, sagen die, das ist so wichtig, weil wir müssen ja am Wochenende beim Spiel alle da sein, denn wir sollen ja gewinnen und dafür müssen wir als Mannschaft zusammenhalten. Und dann frage ich, wenn der Trainer dich an die Regeln erinnert, ist der Trainer denn dann dein Feind, wenn er sagt, hey, du bist heute zu spät gekommen, mach bitte deine Runde. Ist er dann dein Feind? Und dann sagen die Schüler, nein, der will doch, dass wir gewinnen. Und dann sage ich, wenn wir dich an Regeln erinnern hier in der Schule, sind wir denn dann dein Feind? Und manchmal stelle ich fest, dass Schüler da denken, irgendwie schon. Und ich glaube, es ist uns ganz gut möglich, durch einen klaren Rahmen, durch klare Regeln. Und warum ist das für uns und als Gemeinschaft wichtig, dass wir helfen können, junge Menschen auf die Meisterschaft des Lebens vorzubereiten? Und dazu gehört es, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und vielleicht machst du ja auch einiges oder hast ganz tolle Anregungen und Ergänzungen zu diesem Video. Ich würde mich total freuen über deine Kommentare. Und wenn du magst, like das Video, abonniere den Kanal oder besuche uns bei Facebook. Alles packen wir dir unten in die Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss, deine Simone.